Ja, hallo zusammen zu einer neuen Folge Titan Quest Anniversary Edition. Ja, wir marschieren durch den Schnee, haben die Höhle gefunden, wo der liebe Alex uns schrieb, dass wir die auch dringend brauchen. Und ja, ohne die kommen wir nicht weiter, vollkommen richtig. Weil sie zur Hauptquest gehörte. Ach, schon wieder ein Bär hier. Schnauze, hör auf damit. Mann. Ach, schon wieder einer. So, kannst das mal lassen. So, Schweinebacke. So, und jetzt habe ich hier unten, sagte er, ich glaube, wir kommen jetzt zu dem Ort. Die Quest haben wir. Habe ich wohl ganz unten rechts. Ach, hier, ich Tiere. Hallo, Freunde. Was soll das? Was glaubst du, was dir das bringt? Ich glaube nichts. So, da ist auch noch einer, der rumnervt. Tülülü. Hallo, Jungs. Jans unten rechts, sagt er. Der hat keine Quest. Wo habe ich denn hier? Also rechts wäre ja da gewesen, aber ich gehe nochmal hier weiter lang. Also hier ist nichts Queste. Kann auch mal wieder sein, dass ich dezent und fluffig an der Quest vorbeirenne, aber ich sehe hier keine Quest. Nee, damit kann ich wegreisen, das will ich aber nicht. Du bist aber keine Quest, oder? Wie ich diese verfluchten Fischmenschen hasse. Die scheinen überall zu sein. Wo die herumschwimmen, kann man nicht in Frieden angeln. Ach so. Kann man sie auch nicht, wenn sie im Netz landen, weil sie nicht schlimmer schmecken, als sie riechen. Nee, du hast keine Quest für mich. Hier ist nichts. Also ich sehe hier keine Quest. Ich renne jetzt noch einmal rum. Ist gerade ein bisschen blöd. Ja, schöner Scheiß, aber ich sehe hier keine Quest. Kann ich mir auf den Kopf stellen. Selbst wenn ich ganz nah ranzoome, sehe ich hier keine Quest. Hat einer von euch eine Quest? Sieht nicht so aus. Nö. Nein, 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 nein. Ja, lieber Alex, ich mag ja wirklich blind wie die Nacht sein. Das bestreite ich nicht. Aber ich sehe hier keine Quest mehr, die ich annehmen kann. Oder meintest du nicht hier, das ist die glorreiche Frage? Ach, hier. Friede sei mit dir, Fremder. Ich habe sie gefunden. Ich bin Valdis, die Sparkona. Ich bin zwar keine Magierin, aha, ich bin mit der Gabe des Sehens gesegnet. Super. Kannst du mir mein Augenlicht wiedergeben? Die meisten hier wissen sehr wenig über die Dwergruinen. Nur, dass man sich lieber nicht hineinwagt. Ich versuche in Erfahrung zu bringen, was geschehen ist und warum sie sich hinter diesem Tor verschlossen haben. Na, das ist ja toll. Ich habe Anzeichen von Leid gesehen, von Not und von Verrat. Und dennoch kann ich dir nicht viel sagen. Lediglich, dass Outhills Beschreibung des Tores zutreffend zu sein scheint und dass tatsächlich rastlose Dwergra-Seelen es bewachen. Ich kann es nicht riskieren, sie aufzusuchen, geschweige denn hineinzugehen. Du aber bist vielleicht dazu in der Lage. Wenn du dabei etwas findest, was uns mehr über ihre Geschichte lehren könnte, ach ja, bin ich sehr dankbar davon zu hören. Wie dankbar wärest du denn, ne? Man weiß es nicht. Ey, ihr Schweine, woran ihr jetzt schon wieder denkt, ne? So war die Frage nicht gemeint. Aber gut.
Wir marschieren dann wieder zurück. Super viele Gegner sollten sich uns an sich nicht entgegen. Ach, Moment, nee, ich habe das Portal da hinten gemacht. Macht da jetzt auch keinen Sinn. Hat jetzt einen kurzen Moment überlegt. Was? Ich bin schon wieder vollgepackt. Ach, leck mich doch am Arsch. Wartet mal, ich drehe ihn wieder um. Irgendwo wird sich hier doch bestimmt ein Händler finden, der mir Sachen abkauft. Wäre ja blöd, wenn ich, wenn so ein Dorf kein Händler wäre. Ihr beiden seid zwar Händler, aber ihr habt keine Zeit zu kaufen oder verkaufen. Du auch nicht, ne? Nein. Na gut, wir machen das anders. Ist jetzt auch egal. Mal eben zurückporten. Ja, die erste Folge rendert bereits. Kann ich die nämlich mit den Grim Dawn-Folgen heute Nacht hochladen. Die Grim Dawn-Folgen hatte ich gestern schon aufgenommen. Ja, Fremder. Nix. Tschüss. Tschüss. Nee. Nein. Nö, definitiv nicht. Das Ich-Tier-Relikt, das wir auf jeden Fall brauchen. Ich weiß auch nicht. Das kann auf jeden Fall weg. Ich möchte das Ding hier eigentlich mal loswerden. Das brauchen wir schon lange nicht mehr. Aber lässt er nicht zu. Tschüss. Nein. Nö. Nö. Wieso kann ich denn... Naja, ich hinterfrage das jetzt mal nicht. So, der kann weg. Der kann auch weg. Unbenannte... Lalala, tschüss. So, ein bisschen Platz haben wir wieder geschaffen. Wenn auch nicht viel. Ja, nee. Wenn es sich vermeiden lässt, nicht. Ich finde ja, ich bin ja sowieso gegen Kinderarbeit. Ich weiß gar nicht, warum dieses blöde Blag da den ganzen Tag am Laden steht. Aber gut. Ist halt, wie es ist. So. Lalala. Dann marschieren wir jetzt doch wirklich los. Wir haben ja verkauft. Tüdelüdelü. Ein Marsch durch den Schnee. Apropos Schnee. Hier liegt draußen auch Schnee ohne Ende. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber gestern hat das hier geschneit. Ich war echt froh, dass ich gestern Tag Urlaub hatte. Was ist denn das hier überhaupt? Ach, bla. Ja, das war ja, weiß ich auch nicht, so viel Schnee habe ich lange nicht mehr. Er liegt auch noch heute. Ich glaube auch nicht, dass er heute weggeht, weil wir Minusgrade haben. Oder um die Null haben. Das kann man einfach mal mitnehmen. Aber ich mag das ja, wenn das ein bisschen schneit, das ist ja schon... Ich war dann heute schon mit dem Hund draußen mehrfach, aber der ist halt auch ein bisschen älter. Der hat dann auch keinen Bock mehr. Also beim ersten Schnee dieses Jahr war er dann echt am Rumkaspern, aber so diesmal findet er, glaube ich, nicht so schön. Ist, glaube ich, nicht so seins. Aber gut. Kann man mit um. Raus muss er trotzdem. Was denn, Jungs? Ihr wollt nerven, oder? Kann das sein? Wieso bist du eigentlich umgefallen, wenn ich den hier verprügel? Aber nein, auch da... Es gibt so Dinge, die möchte ich nicht hinterfragen. So. Da geht's weiter. Und ich würde sagen, hier geht's weiter. So. Und dann sind wir aber auch schon irgendwie wieder fast da, wo wir beim letzten Mal waren. Hier rüber.
Hier haben wir auch aufgeräumt. So. Dann müssten wir gleich wieder bei dem Brunnen ankommen. Da ist er ja. Gut, und jetzt geht's weiter, Leute. So, tadalala. Hier sind wieder Viecher. So, das waren die. So. So. So, das waren die. Das ist doch alles. Komm, Jungs, bleibt doch einfach liegen. Ernsthaft jetzt. Aufstehen und sterben, auch ein Scheißjob. Was mir bei diesem Char ja wirklich einfach fehlt, ist so ein AOE-Ding, ne? Das habe ich hier gar nicht. Also man kann im Nahkampf so ziemlich alles relativ gut wegmachen, aber... Ey, jetzt hör auf hier. Ich glaube, ich werde das Rennen dann heute Abend auf dem Laptop machen, wenn ich streame. Weil ich merke halt manchmal dieses Ruckeln, das nervt dann schon. Ich meine, das ist für den Prozessor ja... Die Grafikkarte hat das kleinste Problem hiermit. Das ist Pipifax, aber der CPU wird, obwohl ich über die Grafikkarte rendere, dann doch doppelt belastet. Wir gehen hier einfach mal rein. Hallöchen. Ach, scheiße. Jetzt müssen wir auch wieder gegen Gift einigermaßen geschützt sein. Ja, mach mich ruhig langsamer, Mistvieh. Ganz, ganz gut was einstecken, was? Warte mal, wieso? Mich verarschen? Ein Meisterschaftshelm mit Element. Oh, der könnte nice sein. Ach, hau ab. Ah, oh, toll. Eine große Truhe mit genau nichts drin, außer einer blöden Falle. Ein Träumchen. Aber hier geht's nicht weiter. Zumindest sehe ich jetzt keinen Weg, hier weiterzukommen. Da ist sowas dahinter angezeigt, aber das sieht sehr stark nach, ich verarsche dich mal eine Runde aus. Nun gut. Ja, nee, dann rendere ich die nächsten Folgen auf dem Laptop, weil dieses, manchmal ruckelt er dann halt. Es läuft dann halt nicht so sauber, wie als wenn man nur spielt. Und Titan Quest reagiert da teilweise echt merkwürdig. Also Grim Dawn beispielsweise hat das Problem tendenziell eher nicht, obwohl... Optisch Grim Dawn ja deutlich mehr hergibt, finde ich persönlich. Können wir uns mal den Helm angucken. Haben wir denn irgendwas im Helm eingebaut? Ne, wir haben aber 43% Kältewiderstand. Wow, das ist viel. Wo ist denn jetzt dieser komische Helm hin? Der war es nicht. Wo war denn das Ding jetzt? Hallo, ich habe es doch gerade eben aufgenommen. Da, Meisterhelm. 15% Elementarwiderstand, also ganz allgemein auf Elementar. Gesundheitsregeneration, 60% Gesundheitsregeneration, 10% Schadensresistenz gegen belebte Konstruktionen und 10% gegen Geräte ist jetzt ja auch. Und der hat auch noch weniger... Nö, ich glaube nicht. So wie es jetzt ist, passt es ganz gut. So... So. Na gut, ihr Lieben, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ich bedanke mich für euer Zuschauen. Ich werde mir jetzt mal einen Kaffee machen und sage bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.